Heute gibt es ein ganz einfaches Alltagsgericht, nämlich Smash Potatoes mit einer richtig guten Zucchini-Pfanne. Brutal leckeres Essen und perfekt für den Alltag, wenn man nicht mega viel Aufwand machen möchte. Wenn man sich nicht mega viel Aufwand machen möchte. Viel Spaß. So, wir fangen mal an mit Kartoffeln. Das ist heute meine Beilage. Ich mache nämlich so wunderbare Smash Potatoes. Habe ich euch letztens schon mal vorgestellt. Sehr, sehr geil. Ihr könnt das essen, aber ansonsten auch mit Reis oder einfach Weißbrot essen. Geht alles. So, die Kartoffeln, falls ihr denn welche nehmt, direkt mal in den Topf geben. Und Wasser drüber, ihr kennt es, ordentlich salzen und einfach schon mal vorkochen. Je nach Größe variiert dann natürlich auch die Kochzeit. Kocht sie einfach so 15 bis 20 Minuten, bis sie sich gut mit einer Gabel einpieksen lassen. So, wir machen direkt weiter mit der Zucchini. Die Zucchini dann einfach in solche Halbscheiben schneiden. Das ist echt ein ziemlicher Zungenbrecher, ne? Halbscheiben schneiden. Ich krieg's echt nicht hin. Anyway, es geht ansonsten aber echt schnell, das Rezept, weil man einfach die Zucchini klein schnippelt, anbrät, die anderen Sachen dazu wirft und schon hat man eine ziemlich leckere Zucchini-Pfanne. Falls ihr übrigens mehr solcher einfachen Rezepte haben wollt, gibt es hier hinten mein Kochbuch. Falls ihr es noch nicht zu Hause habt, sehr, sehr sinnvoll, denn da sind fast nur so Alltagsrezepte drin, die wirklich easy sind. Unter anderem, glaube ich, auch irgendwo so eine Zucchini-Pfanne. Bisschen anders. Ich zeige es euch mal, falls ihr es zu Hause habt, genau Seite 134, da gab es ein ähnliches Rezept mit Kichererbsen. Das Ganze auch immer mit QR-Code zu den jeweiligen Videos und sowas. Falls ihr es noch nicht habt, ich verlinke es euch unten drunter. Kauft es euch gerne. Ist übrigens auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Weihnachten kommt immer näher. Ein bisschen Olivenöl schon mal in die Pfanne geben. Wenn ihr eine gute beschichtete Pfanne habt, dann braucht ihr auch eigentlich nur so einen Teelöffel Öl oder sowas. Das reicht absolut aus. Den Link zu der Pfanne übrigens direkt unter dem Video. Da gibt es ja mittlerweile auch diese kleinen Icons, die direkt in den Shop führen. Also falls ihr ein Update bei eurer Pfanne braucht, gerne da draufklicken. Und jetzt kommen die Halbscheiben von der Zucchini da einfach rein. Es kann sein, dass ihr dafür zwei, drei Schritte braucht, je nachdem wie groß eure Pfanne ist. Ist auch tatsächlich besser, weil dann die Zucchini komplett den Kontakt zum Boden hat und besser anbraten kann. So ein klein wenig Öl gebe ich nochmal rein, aber es muss wirklich nicht viel sein. Gerade wenn ihr eine gute beschichtete Pfanne habt und das hier ist eine gute beschichtete, falls ihr eine braucht. Unten ist die natürlich verlinkt und auch einen Gutscheincode blende ich euch mal hier ein. Das spart ihr nochmal 10% drauf. Das hier ist übrigens die Hochrandpfanne. Die ist jetzt gerade aktuell, wo ich das Video drehe, ausverkauft, aber es sollte sie in den nächsten Tagen und vielleicht auch, wenn das Video dann online ist, wieder geben. Deswegen guckt mal drauf. Die Hochrandpfanne, die habe ich hier gerade genommen, weil wir am Ende natürlich alles wieder zurück in die Pfanne werfen und da einfach den Platz drin brauchen. Ich bin jetzt beim dritten Durchgang mit der Zucchini und würfle hier schon mal nebenher die Zwiebel. Die kommt nämlich gleich als nächstes mit rein, zusammen mit dem Knoblauch. Gerade den Knoblauch, den gebe ich jetzt erst spät rein, damit er nicht die ganze Zeit schon anbrennt, während die Zucchini noch am Garen ist. Die Zucchini braucht nämlich auch ein bisschen, um so richtig schöne Röstaromen zu entwickeln. Deswegen plant da ruhig so 10, 15 Minuten ein, bis die alle komplett gut angebraten sind. Und ich kann euch nur raten, der Zucchini auch wirklich diese Zeit zu geben, weil eben erst durch diese Röstaromen auch der tolle Geschmack in diesem Essen entsteht. Und dementsprechend seid da nicht zu ungeduldig und macht in der Zwischenzeit einfach schon mal die anderen Arbeiten. Schaut mal, so eine Farbe sollte ungefähr die Zucchini dann haben. So schmeckt sie mir persönlich am leckersten. Ihr könnt sie natürlich auch noch ein bisschen weiter, noch brauner werden. Passt nur auf, dass sie euch nicht verbrennt, weil auch da sonst Bitterstoffe entstehen. So, die Kartoffeln habe ich gerade abgegossen und sind noch heiß, aber sie sind vor allem gegart. Ich komme jetzt mit der Gabel bis zur Mitte und deswegen packe ich sie jetzt einfach mal aufs Backblech. Und vielleicht habt ihr es in einem anderen Video schon gesehen, jetzt einfach irgendwas Schweres nehmen. Ich nehme dafür immer meinen Mörser, ihr könnt auch einen Topf nehmen oder irgendwas anderes und die Kartoffel einmal smashen, denn wir machen heute Smash Potatoes. Am besten funktionieren die mit mehlig kochenden oder vorwiegend festkochenden Kartoffeln. Da bekommt ihr nämlich eine richtig schöne Konsistenz gleich, wenn ihr sie dann ausgebacken habt. Die Schale lasse ich einfach mal dran. Die könnt ihr auch abmachen, vertragen nicht alle Menschen, aber ich persönlich vertrage sie gut und ich mag auch, was es für einen Geschmack und was für eine Konsistenz die Schale dann mit sich bringt. Und dafür machen wir jetzt noch ein schönes Würzöl. Und zwar nehme ich einfach ungefähr so 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Da kommen ordentlich Salz und Pfeffer rein. Und dann könnt ihr es total nach eurem Geschmack würzen. Ich persönlich bin großer Fan von Chili-Pulver, um genau zu sein, diesem Anchu-Chili. Kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Ihr könnt auch Cayenne-Pfeffer nehmen, ihr könnt Rosmarin oder wonach auch immer euch ist. Hauptsache es passt halbwegs zu Kartoffeln. Geräuchertes Paprikapulver zum Beispiel wäre auch ganz spannend. Aber ich finde dieses schöne aromatische Chili-Pulver hier richtig gut mit den Kartoffeln. Und das geben wir jetzt einfach auf die Kartoffeln. Damit sie richtig schön kross werden, auch nochmal in den Ofen rein. 200 Grad, Ober- und Unterhitze.
Zwiebel und Knoblauch kommen dann auch mit zur letzten Zucchini. Die letzten 3-4 Minuten dann einfach die Zwiebeln mitbraten lassen, damit die schön glasig werden. Und gleichzeitig können wir auch schon mal die Sachen würzen. Und zwar nehme ich heute so sehr mediterrane Kräuter, nämlich einmal Rosmarin, davon eine schöne Prise mit rein. Dann kommt als nächstes Basilikum in der getrockneten Form. Wir benutzen gleich auch noch ein bisschen frischen. Und was ich persönlich total liebe, ist Oregano. Auch davon, ich nehme hier ungefähr so gleiche Mengen, ihr könnt da total variieren. Es ist nur wichtig, dass die Gewürze mal kurz ein bisschen Hitze auch abbekommen. Und Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Während das brutzelt, schon mal ein paar Cherry-Tomaten halbieren oder auch vierteln. Die kommen dann natürlich auch noch mit in die Pfanne. Die geben nämlich so eine richtig schöne Fruchtigkeit dann noch mit rein. Und das hier riecht jetzt wirklich absolut fantastisch. Und wenn du Bock hast, sowas auch mal live vor Ort mitzuerleben, dann hast du die Chance, dich zu bewerben. Denn Let's Cook, beziehungsweise ich, wir suchen gerade einen Mitarbeiter. Und zwar entweder als Minijob oder auch in Vollzeit. Wir brauchen nämlich Hilfe, diesen Content hier zu produzieren und in anderen Bereichen wie Social Media, Content Planning und auch E-Commerce. Falls es spannend für dich klingt und du auch aus dem Großraum Köln bist, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung auf das Formular klicken und dich bewerben. Ich freue mich auf eure Bewerbung. Die Hitze habe ich jetzt schon weggenommen, denn die Tomaten, die fallen so langsam zusammen und auch die Zucchini geht so langsam in die Brüche. Bei dem Essen müsst ihr auch so ein bisschen aufpassen, dass ihr es nicht zu lange köchelt, denn ansonsten wird die Zucchini echt zu so einem matschigen Brei und dann ist es von der Konsistenz einfach nicht mehr so schön. Zwei Zutaten fehlen jetzt eigentlich nur noch zum Glück und zwar einmal auch einer meiner absoluten Lieblingszutaten, Feta-Käse. Sowohl mit Tomaten als auch mit Zucchini einfach fantastisch. Ich werde den einfach nur so grob da reinbröseln. Ihr könnt den aber auch frisch übers Essen geben. Oder wenn ihr den gebackten haben möchtet, dann könnt ihr den theoretisch auch über die Smashed Potatoes, die ja gerade im Ofen sind, bröckeln und dann noch ein bisschen mitbacken. Schmeckt auch sehr geil. So, und außerdem kommt noch ein bisschen Frische mit rein, und zwar Basilikum. Haben wir ja gerade schon in der getrockneten Form drin. So ein paar frische Blätter, die tun auch gut. Die großen könnt ihr natürlich noch mal ein bisschen klein zupfen und dann einfach unterrühren. Und dann können wir auch unsere Smashed Potatoes eigentlich schon rausholen. Die sehen auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die sind richtig schön crispy geworden auf der Oberseite. Und der Duft hier, also gebackene Kartoffeln, die haben schon was ganz, ganz Besonderes. Da könnt ihr jetzt 2 Stück auf den Teller legen. Und dann kommt noch unsere Zucchini-Pfanne dazu. Die riechen jetzt so richtig fantastisch, sind oben schön kross geworden und natürlich auch durch dieses Gewürzöl einfach ein traumhafter Geschmack und Geruch, der mir gerade entgegenkommt. Das Ganze dann nochmal ein bisschen dekorieren mit Feta-Käse. Es kommt immer gut, wenn da so ein paar Kontraste entstehen. Und wenn ihr möchtet, auch nochmal etwas frischen Basilikum. So, und es sieht doch echt schick aus, oder? Ein richtig schönes Alltagsrezept, wahnsinnig lecker. Gerade mit dem Feta jetzt drüber, ein absoluter Traum. Probiert es gerne aus und wenn ihr jetzt noch mehr Inspiration haben möchtet, dann findet ihr einmal da unten mein Kochbuch mit ganz viel Rezeptinspiration für den Alltag und da oben noch ein weiteres Video, wo ich Bowls gemacht habe. Viel Spaß mit beidem und bis zum nächsten Mal. Ciao.